Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune War 2 mit den Xenokiden und immer noch der Cheer Challenge. So, an sich haben wir letztes Mal hier Tyros befreit, hier eine große Armee geschlagen und jetzt kommen die heulenden Wölfe, die noch eine größere Armee ist. Hier ist eine Full-Stack-Armee, aber ja, das werde ich, denke ich mal, verteidigen können. Wie sieht's denn hier? Warte, bei Mira. Ja, okay, mit keiner. Okay, da habe ich keine wirkliche Garnison. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein General, der wird wahrscheinlich nächste Runde dann auch nach Antiochia gehen wieder. Hier werde ich mal schauen, was hier los ist. Mein Problem momentan ist, dass ich bankrott bin. Das heißt, die werden nicht heilen. Und das ist mega schade. Also, das könnte ehrlich gesagt jetzt wirklich. Warte mal, die 300, die 1,4. Also 4 mal 1, 4 sind 4, 16, 40, 500, 5060, was? Ernsthaft? Nee, warte. 4 mal 100, nee, sind 660. 660 und 1000. Nee, 980. Okay, 980. Dann sind noch, ja. Die Frage ist, ob ich ihn angreife. Die Frage ist wirklich, ob ich ihn angreife, weil, dann bekommen wir wieder Geld. Dann heilen die sich. Also wenn wir gewinnen. Wenn wir verlieren, dann haben wir ein Riesenproblem. Also wenn wir das verlieren, dann können wir eigentlich sogar aufgeben. Die sind 100. Die sind 200. 180, 200. 180. 300, der ist richtig teuer. ...140. Ja, der ist halt mega teuer. Aber, ja. Wie kann ich euch denn sein? Mit, bestehlen. Es ist auch nicht getan hier. Okay. Boah, was mache ich denn jetzt? Die da. Ja, okay. Pikiniere. Wenn ich die da angreife. Ganz ehrlich, das sollte ich schaffen können. Also klar, also drei sind richtig am Arsch. Meda-Kavallerie, die kümmern sich dann, ja, weiß nicht, um, also die da kümmern sich um die Nahkämpfer. Ja, nee, das wird schon heftig knapp. Da bräuchte ich schon ein bisschen mehr. Also wenn die alle full life wären, dann wäre es schon möglich, aber so, schwierig. Ich brauche Geld. Ich brauche am besten 2000 Gold. Woher bekomme ich 2000 Gold? Auf die Schnelle. Kostet das.
400 kostet das. Wie alt ist die? 52, okay, das ist zu alt. Da habe ich auch gepennt. Wobei, ich hätte eh keine Hochzeit machen können. Ja, weil kein Geld. Ich könnte... Warte mal. Ich könnte... Steuern anziehen. Dann habe ich halt minus 20. Das heißt, dass ich 0 habe, so ungefähr. Und dann habe ich 800. Okay, dann könnte ich das hier sogar so machen. 400. Die Beine. Ja, nee, das ist ein silberner. Also Silber 2 schon. An sich würde ich gerne die da, aber ja, nee, das bei denen bringt's nicht. Und hier darf ich eigentlich keine. Ich muss das hier machen. 180, 180, 200. Oder ich mache halt gepanzerten weg. Aber das ist sehr schmerzhaft, weil die sind richtig Bombe. Oder nee, ich mache nochmal die beiden weg. Anders geht's nicht. Ich muss das so machen. Und dann warte ich eine Runde. Und dann komme ich mit der Armee unten. Ich glaube, mit dieser. Hier zuerst kommt das Donner oder der Donner. Da muss ich, glaube ich, auch einen anderen Namen noch holen. Also die Donnerarmee geht dann Richtung Antiochia. Oh! Das war abzusehen. Okay, was hat er denn? Also die Schwerkämpfer, das können meine Elefanten machen. Die Fernkämpfer sind kacke. Aber das übernimmt mein General, der fährt einfach durch. Also rein theoretisch. Rein theoretisch ist das möglich. Ja, hier habe ich halt nichts. Aber mal schauen. Mal schauen, also. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie viel er hat und wie viel ich habe. Also Garnisonsarmee sind schon, also ich würde sagen, ich habe so ungefähr... das ist ärgerlich, dass es so offen ist. Okay. Aber er muss eh komplett hier rein. Ich tue die mal irgendwie weg, so dass die mich nicht stören. So. Also Pikiniere. Ich mache hier einfach komplett offen. So, Moment. Die sind hier. Die sind da. So. Die sind hier. Werden beschützt von Mob. Tut mir leid. Okay, also. Und die Elefanten. Sind hier. General ist hier. Kavallerie ist hier. Wobei, nee, der kommt auch her. Okay, also Plan ist natürlich, also am besten wäre, wenn der hier komplett hingeht. Ich glaube, ich tue den General nochmal hier hin. Allein nur
damit er wirklich hier straight auf den General gehen will. Und dann will ich mit dem General nach hinten und die, durch die ganzen Fernkämpfer durchgehen. Die Elefanten kümmern sich um die Nahkämpfer und die Kavallerie kümmert sich um seine Kavallerie. Rein theoretisch. Oh, ja, jetzt habe ich das natürlich vergessen. Und dann mache ich mal Platztausch. So. Okay, rein theoretisch ist das auf jeden Fall möglich. Praktisch ist eine andere Frage. Okay, hier sind schon mal die Kavalleristen. Die kümmern sich dann um die Bogenschützen. Ihr sollt nicht... weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Weg da, weg da, weg da. Hier. Der General ist auch bald weg. Es ist so erstaunlich, wie er immer den General wegwirft. Hier auf. Das ist gut. Das ist nicht gut. Das heißt, ich komme hier mit den Elefanten. Ja, du kümmerst dich hier rum. Du kümmerst dich darum. Du kümmerst dich darum. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Du fängst an zu trampeln. Ihr trampelt jetzt auch ein bisschen. Und du fährst jetzt einfach ganz gemütlich hier durch. Und am besten einfach hier so. Einfach Rasenmäher anmachen. Ja, ja, das stimmt. So. Das passt, das passt, das passt. Ihr müsst wieder weg. Das passt. Das passt auch. Und nee, euch brauche ich noch für was anderes. Und zwar hier rein zu chargen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. So, gehe ich mal ein bisschen aggressiv rein. Ja, läuft sehr, sehr gut. Oh nein, ich wollte, scheiße, ich wollte gerade hier weitermachen. Aber das war eine sehr gute Schlacht, würde ich sagen.
500, ne? Der ist einfach durchgeritten. Okay, aufgestellt 586 gegen 2760. Naja, Masse ist halt nicht immer da. Alles, ne? Und der hat einen Fehler gemacht. Und zwar hat er seinen General am Anfang natürlich weggeschmissen und die da hat er auch sehr früh weggeschmissen, also den Fernkämpfer. Aber an sich, was hätte er machen können? Was hätte er machen können, um zu gewinnen? Also er hat der hatte 5 Steinschleuderer. Die hätte er benutzen müssen. Und zwar alle Fokusfeuer auf meine Elefanten. Und mit den ganzen Einheiten beschützen, so dass ich mit den Sichelstreitwagen nicht reinkomme. Aber was an... Alter, schon wieder eine... aber was anderes hätte er tatsächlich nicht machen können. Nach der Degradierung des Sklaventreibers stieg die Moral der Sklaven deutlich an. Das ist mega gut, weil ich gerade extrem hohe Steuern verlange. Aber ich habe immer noch plus 20 wegen denen hier. Und die da werden echt madig. Die werden echt ziemlich blöd. Okay, aber da, ja, was hier ist, weiß ich nicht natürlich. Okay, ein bisschen Nahrung stehlen. Gut. Das heißt, ich könnte, also ich muss hier was bauen. Am besten das da, das macht Pikniere. Oder gibt es Pikniere als Garnison. Ich muss hier, irgendwas, so rekrutieren kann ich eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt die da wieder, oh, die könnte ich verheiraten. Das kostet 400 oder Diplomatie. Also verheiraten, ja, verheiraten mache ich nicht so, ne? Ich mach mal Diplomatie nach Rom. Ich meine Kleopatra, hallo? Die lieben Kleopatra. Komm. Jetzt habe ich ja gerade Träger bekommen. Dammit. Das ist nicht so gut. Oder hatte ich das davor schon? Die Moral für alle Einheiten. Verborgen. Die Peitsche. Okay. Dann war das tatsächlich schon vorher. Okay, hier sind ganz viele feindliche Leute. Das ist egal. Okay, soll ich die jetzt angreifen? Die fällt in 6 Runden. Wie lange brauche ich hier? 5 Runden. 5 Runden, okay. Ich gehe mal hier hin. Und genau, von da kann ich überall hin. Die da muss ich auch bald töten. Hopliten, wahrscheinlich hier auch nochmal Hopliten. Dreimal Bürgerkavallerie, die ist Schrott. Thrakische Kavallerie kann sehr wehtun und die Peltasten sind auch. Auchi. Vor allem Silber ist halt. Silberrang ist not bad. Ist not bad. So, das da ist unser Kumpel. Das ist extrem gut. Können wir den dazu überreden? Pergamon. Ich fühle mich geehrt, euch. Nee, hier. Der ist ja mit denen in Krieg. Also das wäre schon mal wichtig. An sich würde ich ja Salamis gerne selbst haben. Aber wenn der Athena hier schon mal weniger hat, dann, also keinen Vorposten quasi, dann greift er hier, glaube ich, hoffe ich, auch weniger an. Okay, Makedonien ist, glaube ich, schon weg.
Ja, nee, Makedonien ist in... Okay, hat ganz Thrakia. Oh, Makedonien ist... Okay, Rom ist auch richtig groß. Ägypten ist riesig. Aber Ägypten hat hier unten das noch nicht. Eieiei. Okay, Ägypten wird ein großer Gegner. Die Avener werden ein Riesengegner. Oh, Rom ist auch noch hier unten. Ägypten hat Rom ziemlich vertrieben. Hier drüben ist ein kompletter Flickenteppich. Baktrien hat sich zum Glück noch nicht etabliert. Galatien auch nicht. Pontos ist schon ein bisschen größer jetzt. Aber auch noch nicht erschreckend groß. Okay. Gut. So, es ist Winter. Gut, was forschen wir eigentlich gerade hier? Unterhaltskosten für Söldner. Dammit. Das ist natürlich cool. Leichte Pet-Tasten, Ersatz-Pet-Tasten, ja, das bringt uns leider nichts. Ah, wir wollten, glaube ich, hier hin, ne? Rekrutierungsplätze, Rekrutierungskosten, Unterhaltskosten. Ja, momentan ist tatsächlich das am wichtigsten, dass unsere Armee so günstig ist wie wie sonst was. Nee, der bekommt nichts. Das ist ja keiner von uns. Ich hoffe, die greifen jetzt Antiochia an. Ja, lass doch mal einen General in Ruhe. Natürlich hat er es geschafft. Wahrscheinlich eine Einheit. Ja, danke schön. Das ist gut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, sonst wird es wieder so eine 50-minütige Folge oder so. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Irgendwie bin ich jetzt wieder motiviert. Also letzte Aufnahmesession, also die letzten drei Folgen, dachte ich wirklich, dass wir es überhaupt nicht schaffen können. Aber jetzt sehe ich schon langsam wieder ein Licht am Horizont, sage ich mal so. Aber das kann natürlich auch trügen. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.